Hallo, ich bin Ella Endlich und das ist meine Homebase, mein Musikstudio hier in Berlin. Wenn ich meine längeren Pausen im Jahr mache, wie zum Beispiel nach einer Tournee, und die Welt sehen möchte, dann gehe ich auf Reisen. In dieser Folge zeige ich euch meinen 8-Kilo-Rucksack und wie ich mit diesem und meinen Wanderschuhen 44 Tage durch Asien ohne irgendwelchen Krimskrams gereist bin und wie mich das verändert hat. Los ging es mit dem richtigen Equipment. Hallo, willkommen in meinem Garten. Kein Schnickschnack, kein Klimbim, kein nicht noch das Tuch, nicht noch der Schuh, sondern einfach nur die Basics. Ein T-Shirt, gute Socken. Da ist ja, machen Leute auch eine Wissenschaft draus, ne? Die richtigen Socken für den richtigen Schuh zu finden. Ganz wichtig, Sonnenschutz, ein Kamm, die Zahnbürste, nur eine Seife, ganz simpel, Bauchtasche. Dass ich meine Kamera mitgenommen habe, war total wichtig für mich, denn da kann ich diese Gefühle oder diese Panoramen einfach immer wieder neu erleben, und die Seele der Reise habe ich damit im Grunde festgehalten. Also nehmt auf jeden Fall immer eine schöne Kamera mit, wenn ihr irgendwo seid, wo es ganz, ganz toll ist. Und ansonsten war es das. Also ich war total reduziert unterwegs. Das sind die wenigen Sachen, die ich dann wirklich gebraucht habe. Angekommen in Sri Lanka war das Erste, womit ich erstmal zu kämpfen hatte, baff, eine richtige Druckwelle, 35 Grad. Boah, ich bin fast gestorben. Auf Sri Lanka wollte ich eine Ayurveda-Kur machen. Und Ayurveda bedeutet Wissen vom Leben. Das heißt, es ist eine traditionelle indische Heilkunst. Meine Ernährung umzustellen, das fiel mir leicht. Aber was wirklich hart war, war eine Ölpackung. Das nennt sich Shirodhara. Und die kommt für 4 Tage, Tag und Nacht, auf deinen Kopf mit einem Ölguss. Und du lässt es einfach dort bei 35 Grad und fässt es nicht an. Und das ist richtig eklig manchmal. Dann ging es frisch entgiftet und 2 Kilo leichter ab nach Thailand. Die Strände dort waren fantastisch und ich habe das wirklich richtig genossen, schwimmen zu gehen und das Meer zu genießen. Dann kam das Finale der Reise, eine große Bergtour am Fuße des Annapurna im Himalaya-Gebirge in Nepal. Ein Traum wurde wahr. Warum Nepal? Es ist die Krone der Welt. In Nepal sind wir dann in einer Gruppe von 12 Leuten gewandert, Tag und Nacht. Manchmal 8 Stunden am Tag. Es war kalt, es kamen Regenbäche von oben, wir haben in den Nächten gefroren. Mit Schlafsäcken, kaum fließend warmes Wasser. Das war körperlich richtig anstrengend. Und natürlich wurde man jeden Morgen entschädigt, einfach dieses Panorama zu sehen. Und diese 8000er um einen herum, das macht einen innerlich irgendwie groß. Ich war ja gebunden an 8 Kilo und konnte wirklich nicht mehr Geschenke mitnehmen. Aber das war das schönste Mitbringsel von der Reise. Ein richtig toller Kaschmirschal, der mich immer daran erinnert, wo ich war. Der ist aus der Mongolei und ich finde den einfach toll. Viele Momente waren so grandios dabei und so, wow, da ging einfach irgendwie ein Panorama vor dir auf und du hast gedacht, wow, das ist es. Also den Annapurna, die beiden Annapurnas auf einmal zu sehen, den Mount Everest zu sehen und zu sagen, wow, ich stehe hier. Das sind einfach Dimensionen und sich denen mal, das mal so zu geben, zu fühlen, wie klein man ist. Vor dieser Größe der Welt, vor der Schönheit der Welt, vor der Vollkommenheit, das hat was total Reinigendes. Man kommt anders aus den Bergen zurück, als man reingekommen ist. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und die zweite Erfahrung, die ich gleich neben der körperlichen Entspannung irgendwie machen konnte, war, dass ich gemerkt habe, ach du Scheiße. Wir haben als Menschen wirklich eine falsche Vorstellung von dem, was uns zusteht auf dieser Erde. Also so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier vielleicht auf einer Art Selbstsuche oder versuche irgendwie mein Leben nochmal zu überdenken und für Dinge zu verstehen. Aber das, was es eigentlich zu verstehen gilt, ist das, was unmittelbar ganz real da vor uns liegt. Das auf den heiligen Himalaya-Wegen waren einfach Snickers, Tüten achtlos dort hingeworfen, Plastikflaschen in Sri Lanka, der Tsunami-Müll, der einfach noch nicht abgetragen wurde, in Thailand auch die Touristen super achtlos im Grunde, gerade ja, was den Müll angeht. Und das war ein absolut nachhaltiger Eindruck für mich und deswegen bin ich anders zurückgekommen, einfach weil ich gemerkt habe, wir müssen was tun. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Gemeinschaft fühlen und diese uns wirklich als Menschheit begreifen und dass da einfach die richtigen Räder ineinander greifen, dass man wirklich was bewirken kann. Ich möchte überprüfen, wie viel Fast Fashion habe ich eigentlich im Schrank, wie viel brauche ich davon. Ich habe meinen kompletten Klamottenkonsum überprüft und
da mir viel Zeit genommen, um das wirklich richtig klar zu kriegen und bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Der zweite Punkt war, die Ernährung zu überprüfen. In Sri Lanka wurde mir einfach gezeigt, das tut meinem Körper gut und so möchte ich gerne weiterleben. Viel auf den Markt gehen, viel frisches Gemüse, frisches Obst und lokal einkaufen. Und der dritte Punkt war Kosmetik. Und mit Dr. Scheller Naturkosmetik habe ich wirklich einen tollen Werbepartner gefunden, der die gleichen nachhaltigen Ziele verfolgt wie ich. Nachhaltigkeit bedeutet für mich umlernen, umdenken und da fange ich erstmal bei mir selber an. Und dieses Gefühl der Verbundenheit aller Dinge und der Liebe, die sich an alles richtet, habe ich verarbeitet in einen Song und der heißt Ich fühle mich eins. Und den gibt's gleich im Anschluss. Ich hoffe, diese Reise mit mir hat euch gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was euch noch so interessiert. Und bis bald, eure Ella.